Okay. Und dann lasst uns aus dieser toten Stadt wieder rausgehen. Hab die Schnauze voll, ja. Neo Tokyo. Und große Stadt. Ah, wir sind draußen. So, ja, dann lasst uns weiter suchen, wo wir hin müssen. Hier müsste eigentlich eine Insel sein. Polynesien. Ah ja, Polynesien war nur Humbug. Was haben wir denn hier? Australien. Mit den Inseln. Hier hatte ich die Turbo-Treter gefunden, nicht? Soweit ich weiß. Ja, hier waren die Turbo-Treter. Okay. Die Turbo-Treter, die ich jetzt nicht mehr brauche. Okay, was war hier? Achso, hier habe ich nur Geld gefunden. Ja, ich habe die ganze Insel hier schon abgeklappert. Dann brauche ich die nicht mehr jetzt nochmal abzuklappern. Australien! Australien. Nom 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 nom. Ich glaube, Australien hatte keinen Mondstein. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Goldküste. Hier an diesem Ort wird ein richtig warm ums Herz. Atemberaubend. Ja, wenn sowieso nicht hier in dem Dorf, sondern wenn dann in dem Odem-Felsen da. Ah, was habe ich denn hier gefunden? Okay. Wettner, ich habe mich wieder falsch entschieden. Und das wird erst kurz vor Ende bekannt gegeben. Ah, was für eine schöne lange Ranke. Ich freue mich, die gleich schon wieder hochzurennen. Ich hab's doch gesagt, ich hab's gesagt. Acht. Für zwei Kisten. Okay. Und los geht's. Und drauf. Leute, ich spüre mal ein bisschen vor. So. Ein Vitalelixier und Geld. Okay, hat sich gelohnt. Ja, ich habe ein bisschen vorgespult, weil das Seele, die klettern, das dauert ja ewig. Da verpasst man ja nicht viel. Möchtest du etwas auswählen? Jawohl, Vital-Elixier getrunken. Kaffee steigt um 5. Jawohl, jetzt haben wir schon 394. Wow. Und. Klatsch. Alle Knochen gebrochen. So. Dann gehen wir mal in den Odem-Felsen. Klettern da hoch. Klettern hier hoch. So, und klettern noch hier hoch. Und da steht Tatalia. Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Klar. Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Arm rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich solle ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus Tiefen der Erde. Nimm diesen Stein. Seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Drake erhält Mondstein. Wir haben noch einen Mondstein gefunden. Yay, es fehlen nur noch 2 Mondsteine. Ja, es gibt 5 Mondsteine. Das war der mir überhaupt nicht mehr eingefallen ist. Die anderen beiden weiß ich jetzt. Okay, aber es hat mir immer noch nicht geholfen. Ach, Hallöchen. Wer bist du denn? Zwitscherfieb. Okay, dann Zwitscherfieb mich mal vorhin. In der Zeit greife ich in die Gummibärchenfüße. Und Domna. Und Nom Gummibärchen. Nom Nom. Wenn ihr auch gerne was haben wollt, kommt her. Ich krieg das ab. Kann sein, dass es der Vogel ist, den ich versucht habe, der mich nach Grönland bringt. Hm.
Oder auch nicht. Wo hast du mich hingebracht? Wo bin ich? Hallo, wo bin ich? Hi. Okay, du hast ein Zelt. Hi. Ich erforsche die Zugvögel. Diese Vögel nennen verschiedene Flugrouten, zum Beispiel Alaska und Australien, Nordamerika und Ibiza, Nordamerika und Savanne, Südamerika und Grönland werden angeflogen. Aha, ich muss nach Südamerika, da ist der Grönlandvogel. Vögel sind faszinierend. Du wünschtest was? Also ich muss nach Südamerika, da ist der Vogel, der mich nach Grönland bringt. Okay. Oh Gott, wenn man einmal anfängt mit Gummibärchen, dann ist das eine Qual. Nom nom. Okay. Der Vogel hat mir nur gezeigt, wo ich den Vogel in Grönland finde. Gibt's hier sonst noch was? Das ist so ein riesiger Wald. Nix. Wir sind in Alaska, super. Die hätte ich auch anlegen können. So, jetzt sehe ich auch, wo wir sind. Was für ein Zufall. Südamerika ist nicht weit weg. Aber wir machen vorher noch einen kleinen Abstecher, um noch ein Mondstück zu sammeln. Der, was für ein Zufall, auch in Südamerika ist. Und zwar hier. Da oben ist so ein kleiner Tempel. Und was haben die Leute gesagt? Beziehungsweise Mario, ist in einem Tempel ist auch ein Mondstein. Oh, da steht ein Kelch. Drake hört ein unheimliches Flüstern. Drake, nimm den Kelch, der auf dem Altar steht. Drake führt den Kelch wie unter Hypnose zu seinen Lippen. Gluck? Der hat ja zum Kotzen geschmeckt. Oh, mir wird so anders. Na super. Das ist Astarika. Das heilige Land wacht über die Menschheit. Drake, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Eine seltsame Vision. Oh, hi Marlin. Marlin, du bist es? Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Mylea. Ich diene den Lord Mylar. Okay. Perry aus Libertia. Ich bin Pela, ein Jünger von Lord Mylar. Höre, was Lord Mylar dir sagen möchte. Welcher Mylar? Ach, Mario, wie geht's? Mylar, jedes Jahr feiern wir in Asterika eine heilige Zeremonie. In den 6 Kelchen wird der Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll den Trinkenden den Göttern nahebringen. Der Auserwählte kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig wählt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. 2 Priester bereiteten alles vor. Doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer sollst gehen und dich ein wenig umschauen. Ach so, ich. Wohin? Oh, was für ein Zufall. Die hatte auch wieder so ein schönes rotes Zeichen. Wenn ihr euch erinnert an den 5 Türmen, guckt euch die Statuen und ihre Köpfe an. Oh, und ich kann wieder kämpfen. Yay. Links oder rechts? Ich nehme den hier. Oder auch nicht. Dann nehme ich den. Muss ich hier wieder was umrennen? Dann ziehen wir mal die Turboschuhe an. Ausgerüstet. Was geht denn hier ab?
Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach nö. Ach, okay. Ich weiß das schon wieder.